Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sitzen im M103, dem Fahrzeug, was ich gerade im Moment entstocken muss. Wir haben mittlerweile den Top-Turm drauf. Der hat an den Seiten und auch an der Gunblende ein bisschen mehr Panzerung. Allerdings das Turmdach ist genauso weich und dünn wie auch beim Stockturm. Bei der Kanone sind wir immer noch bei der mittleren Gun, die ist schon okay, 0,4 Genauigkeit, 2,6 Sekunden Einzielzeit, das ist halt typisch Heavy, 400 der Alpha, 242 PM mit AP, 340 mit Heat, das ist alles ganz okay. Mit der Top Gun wird es aber nochmal besser, man bekommt nochmal mehr Pen, man bekommt bessere Genauigkeit, bessere Einzielzeit und auch ein bisschen schnelleren Reload. Witzigerweise hat der Top-Turm im Vergleich zum Stock-Turm, was die Kanone jetzt hier angeht, irgendwie keine Verbesserung gebracht. Also zumindest nicht, was Reload angeht. Normalerweise bekommt man ja mit dem Top-Turm immer noch ein bisschen besseren Reload. Gab es in dem Fall nicht. Das Einzige, was es jetzt offensichtlich gab, ist mehr Sichtweite. Was jetzt Einzielzeit angeht, habe ich es jetzt ehrlich gesagt nicht überprüft. Aber mit 2,6 Stock ist die ja jetzt auch schon ganz okay, sage ich mal. Für den Heavy eigentlich sogar völlig normal, würde ich sagen. Da ist jetzt irgendwie nichts Schlechtes oder mega Gutes da dran. Wir sind jetzt hier auf El Haluf. Leider kein Top-Tier-Gefecht. Wir sind also mit... Na, was heißt mit hier? Eigentlich sind wir... Genau genommen sind wir Low-Tier, denn es gibt keine Achter. Jo. An der Map an so für sich kann ich jetzt erstmal nichts aussetzen. Ich finde El Haluf nicht so schlimm. Keine Arti, das heißt, man kann auch hier, ja, man sieht schon alle Hull-Down-Fahrzeuge. Warum der WZ dahin fährt, weiß ich nicht. Aber der Emil auf jeden Fall kann hier wunderbar stehen. Der T-54 hat auf jeden Fall keinen Spaß. Da kommt jetzt noch ein 50-120 und ein WZ. Für den 50-100er knallen wir eine rein. Und unsere Badget geht da raus. So, Centurion 7-1. Da drüben. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht nochmal vordrücken. Ah, der Bounce wäre an der oberen Turmplatte. Das kann passieren. Wobei, wenn ich den 7-1er gefahren bin, sah das immer alles ein bisschen anders aus. So, der WZ guckt da kurz, ob er mit uns spielen kann. Ich decke unseren Jungs mal hier ein bisschen den Arsch. Komm schon, WZ. Sehr schön. Können wir um die Seite schießen? Nein, du schießt mir nicht durchs Turmdach. Du schießt mir nicht durchs Turmdach. Jetzt interessiert er sich für jemand anders. Da bounced der E1 und wir können dem WZ weiterhin einmal eine schön reindrücken. Ja, dem Light in die Seite, dem müssen wir keinen Schaden machen. Das ist wieder typischer RNG-Roll in die Ketten. In meinen Augen völliger Schwachsinn. Aber ja, müssen wir einfach damit leben. Jetzt kommt der T49 von dort. Aber der traut sich nicht so richtig. Es klingelt mein Telefon. Da kann ich jetzt nicht rangehen, das tut mir herzlich leid. So, Type 4 schwer. Uiuiuiuiui. Na, Jungs. Jo, da können wir den Emil ein bisschen decken. Der war vermutlich im Reload. Oh Gott, noch ein E100. Nein, 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 nein. Das ist natürlich jetzt echt schlecht hier. Der WZ hat doch die Position gewechselt. Oh Gott, jetzt kommt der Type auch noch. Jo, da kommen wir natürlich mit AP nicht durch. Jetzt lade ich ja mal Heat. Der schießt zum Glück vorbei. Wobei die Heat für den E100 natürlich ein bisschen schwierig ist. Da müssen wir gucken, dass wir ihn in den Turm bekommen. Nehmen wir erstmal das weiche Ziel. So, wo will der E100 hin? Okay, auf jeden Fall erstmal nicht auf uns. Also ihm schön in die Unterwanne. Da, für die Unterwanne bräuchten wir, glaube ich, noch nicht mal Heat. Und jetzt wird es langsam eng hier. Jetzt sind wir alleine. In die Gunblende. Der Type 4 bounced. Aber ich glaube, so langsam haben wir hier unser... unseren Spaß gleich verloren. Das Witzige ist, wir schießen ja gerade hier Heat auf Fahrzeuge, wo wir es eigentlich gar nicht brauchen. So, Type 4. Können wir den Schuss baiten? Ach, Scheiße, jetzt kommt ja noch eine Focht. Jo, das war's.
Wenn wir jetzt nicht einen Schuss von der Focht bouncen, dann sind wir tot. Hat die nur noch einen Schuss drin gehabt? Was ist das denn? Nö. Da war der zweite, der ist gebounced. Jetzt ist unser Munitionslager... Ja, das war's. Munitionslager kaputt. Ich kann nicht nochmal reparieren. Die Focht will mich jetzt hier rammen. Und der EN-100 finisht das dann am Ende. Ja, ich würde sagen, wir haben uns hier recht lange gehalten. Allerdings, der T10 und auch der Type 4 da stehen irgendwie defensiv rum. Was die Kollegen hier machen, ist mir ein absolutes Rätsel. Allerdings habe ich jetzt auch die ganze Zeit nicht auf die rechte Seite der Map geachtet. Allerdings der T54 und der AMX 1390 drücken da durch und die... Ja, jetzt reagieren sie. In meinen Augen viel zu spät. Das Objekt und auch der Jagd-E hätten sich viel eher mal in unsere Richtung orientieren können. Es waren halt einfach zu viele Ziele. Wir haben hier 3500 Schaden rausgeklopft. Wir haben sogar, was die Panzerung angeht, mal gesehen, dass der M103 auch durchaus was bouncen kann. 2800. Also, wir haben uns da zusammengefasst, glaube ich, ganz gut verkauft. Die Runde ist jetzt sogar noch offen. Also, es steht 8 zu 9. Wenn da jetzt der Type 4 zum... der Jagd-E ist auch noch voll. Was hat er denn die ganze Zeit gemacht? Wenn der Jagd-E da jetzt noch eingreifen kann, dann sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Der EN-100 ist im One-Shot-Bereich für den Type 4. Warum der jetzt hier vorguckt, obwohl er noch im Reload ist, kann ich nicht ganz verstehen. Er pinkt, der Stritzwagen pinkt jetzt auch nochmal hin, nicht, dass der WZ ihn irgendwie umrundet. Okay, da bounced der E4 und... Leute, dann nehmt euch doch die Zeit. Ich meine, der Type 4 hat verschossen, der EN-100, da kann man sich noch ruhig einen Schuss fangen. Was ist denn da jetzt das Problem? Jetzt stehst du wieder ewig im Reload rum. Anstatt einfach einen sauberen Schuss in dem Moment anzusetzen, der sehr wichtig wäre, snappt er halt hier irgendwie wahllos rein. Und ja, ganz ehrlich, das muss halt irgendwie nicht sein. Und wenn die jetzt schon wieder... Warum? Also er hat keinen kaputten Richtschützen oder Kanone... versucht da irgendwelche Kunstschüsse. Gut, jetzt kommt hier der Jagd-E, der hat mittlerweile auch einiges an Lebenspunkten eingebüßt. Gerade war er noch voll. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Jetzt steht mittlerweile 8 zu 11. Ja, er nimmt zumindest den Type raus. Okay, das Objekt kümmert sich um den E100. Und jetzt ist da eigentlich nur noch ein WZ. Der wird aber die Ketten in die Hand genommen haben. Der 1390 und der T54 auf der anderen Seite, die haben es verkackt. Beziehungsweise, um es mal diplomatisch auszudrücken, sind da nicht weiter durchgekommen, sondern haben quasi sich da aufgerieben. Gegnerischer T100 LT noch mit vollen Lebenspunkten. Jo, das ist hart, ne? Der haut da jetzt auch ab. Der weiß genau, dass der Type noch irgendwo steht. Der macht es auf jeden Fall ganz schlau. Und ein 10er Scout in Form eines WZ-132-1 steht halt auch noch irgendwo auf dem Schlachtfeld. Also zusammengefasst wird das hier wohl nicht gut für unser Team ausgehen. Sie müssten jetzt in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten. Allerdings haben sie natürlich das Problem, dass die zwei Scouts vom Gegnerteam hier... Ja, die können hier wunderbar noch über ihre Sichtweite spielen. Beziehungsweise über ihren Tarnwert. Die Sichtweiten auf den 10er Scouts sind ja teilweise nicht größer als auf den Mediums. Aber natürlich der Tarnwert, den dürfen wir nicht vergessen. Und das, was jetzt gerade passiert, ist im Grunde dann der Lose. Denn der Type 4 versucht jetzt hier alleine irgendwo durchzudrücken. Wenn man zu diesem Zeitpunkt des Gefechts noch irgendeine Chance haben will, dann muss man zusammenarbeiten. So, die zwei... Kettet den T100 nur. Der Jagd-E wird jetzt wieder gekettet. Kann zwar nochmal reparieren, aber der T100... Na, was... Okay. Da ist noch irgendwo ein Objekt. Ja, genau da. Der Stritzwagen ist jetzt hier alleine. Er kann jetzt maximal noch seinen Schaden optimieren. Kriegt vielleicht noch den T100 raus. Wobei, nein, kriegt er nicht, weil er... Das ist wieder mal zum Kotzen. Also der Stritzwagen hat einen Alpha von 390 und macht hier einen Roll von 350. Obwohl der T100 locker im One-Shot-Bereich drinne war. Da fehlen eigentlich nur die Worte. Das ist wieder so ein richtig schöner Faustschlag nochmal vom RNG ins Gesicht, obwohl die Runde eigentlich eh schon verloren ist. Also, ja, ich weiß, der RNG weiß das nicht und ich reg mich da vielleicht wieder künstlich drüber auf, aber das sind dann die Momente, wo du dir einfach nur denkst, ja, komm, das Gefecht läuft eh schon scheiße, dann macht er wenigstens noch so einen Mist nicht.
So. Type 4 gegen den WZ. Aber, ja. Ich habe nichts anderes erwartet als einen Fehlschuss. Denn das, was er gerade schon da vorne an der Ecke gegen den EN-100 und den gegnerischen Type 4 gemacht hat, war... Ja. Also... Da kann man nicht erwarten, dass er dann auf die Entfernung trifft. So, der TN-100 macht natürlich schlau. Zieht ihm jetzt hier die Ketten. Und jetzt rommeln die beiden Lights den einfach. Er repariert nochmal, aber keine Chance. Ich würde sagen, wir gucken uns gleich nochmal die Auswertung an und starten auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde. Bis gleich. Jo, hier sehen wir die Auswertung dieser Niederlage. Es gab, trotz dass wir so viel Schaden rausgehauen haben, noch nicht mal eine dritte Klasse. Okay, muss ich mit leben. Ansonsten gab es hier den Richtschützen und das Wirkungsfeuer. Mit der Top Gun wäre das auf jeden Fall noch geiler geworden, weil die halt noch eine bessere Einzielzeit hat. Da kann man durchaus noch ein bisschen snappen. Aber trotzdem 3500 Schadenspunkte, Platz 2 hinter dem Stritzwagen 103.0. Wo sind denn unsere Zehner? Der WZ 111.5a mit 1800. Naja. Jagd E mit 1700. Naja. Und Objekt 140 mit 1600 und 3 Kills. Naja. Also, klar, man kann nicht immer erwarten, dass die Zehner ganz oben stehen. Aber wenn wir uns das Gegnerteam mal anschauen, dann sehen wir hier halt, wer die Runde gewonnen hat. Es waren nämlich das Objekt und die zwei Zehner-Lights. Ansonsten, Cherry denn bei uns, was willst du da sagen? Einmal Schaden gemacht und dann rausgegangen, hat er wenigstens noch gescoutet. Oh, er hat sogar noch Team-Damage gemacht. Ja, also in der Summe sehen wir, waren dann die Zehner einfach hier auch Zehner-Light. Aber er hat auch nochmal Team-Damage gemacht. Großartig, 2 Zehner Lights mit jeweils einem Team Damage. Ja, brauchen wir uns also nicht zu wundern, warum wir die Runde verloren haben. Wir haben einen Haufen Heat geschossen, deswegen sind es 2800 minus. 2,8 auch noch gebounced an unserer Panzerung, 308 ermöglicht und mit Premium Account 786 XP. Ja, die Runde können wir einfach mal abhaken. Ich würde sagen, wir springen direkt in die zweite, mal gucken, wie die läuft. Zweite Runde, Westfield. 10er-Runde wieder, diesmal aber wenigstens eine 3-Tier-Gefechtsrunde. Das heißt, es gibt auch 8er. Es gibt eine 10er-Arti. Ich hoffe, die sucht sich irgendwie ein anderes Ziel. Was ich ziemlich doof finde, ist, dass die Gegner einen 10er-Heavy haben. Wir nicht. Wir haben dafür eine... Was haben wir dafür? Wir haben eine Badget. Okay. Badget wird gegen ihr 7 gematcht. Okay. Ansonsten haben die zwei ST1, die sich natürlich da an der Hügellandschaft auf jeden Fall wunderbar wohlfühlen, zumal die auch den viel, viel härteren Turm haben als wir. Bei uns muss halt einfach nur jemand das Dach treffen und ja, er macht Schaden. Beziehungsweise, gut, er braucht ein entsprechendes Kaliber, aber ja, die meisten Heavys haben das einfach. Hat er letztens auf Stalingrad ein Gefecht gegen einen Defender. Der Defender ist rein vom Aufbau des Panzers deutlich flacher als der M103. Und der Defender hat es trotzdem geschafft, mit jedem Schuss, mein Turmdach zu treffen und auch zu penetrieren. Und er stand halt auf der gleichen Ebene wie ich. Also er stand nicht irgendwie über mir oder irgendwas, nö. Er stand halt einfach nur vor mir und hat es halt trotzdem geschafft. Unsere Arti spielt mit, das ist gut. Wir bekommen ja ein bisschen Spotting-Damage auf die drei Heavies. Da hat die gegnerische Arti geschossen. Da ist der IS-7 unter Jagd. Tiger ist hier auch mit auf dem Schlachtfeld. Kriegt da von der Foch eingeschenkt, die da hinten irgendwo steht. Die war schon offen. Und jetzt müssen wir hier mal gucken. Oh, der hat den Stockturm. Da können wir dem ST1 einen in die Seite setzen. Ich will hier ehrlich gesagt, Jungs, geht mal weg hier. Bitte, bitte, bitte. Wir bieten hier der GWE-100 vom Gegner hier gerade ein wunderbares Ziel. Und da will ich nicht teilhaben. Denn das, was wir hier machen, Entschuldigung, sind 5 Fahrzeuge auf einen Haufen. Wenn die da rein splasht, dann zieht die sich ein Zäpfchen freiwillig. Ja, genau. Okay, der geht raus. Sehr schön. Wir haben zwei IS-3 in der Stadt. Ich glaube, da werde ich mich mal drum kümmern. Der IS-7 hier mit seiner... Oh, jetzt haben wir auch jemanden, der blau geworden ist. Das läuft ja wieder grandios. So, Defender IS-3 und die Grille verziehen sich da auch schon in die Stadt. So, können wir auf den da hinten wirken? Hä? Ach, der steht da hinterm Haus, okay. Einzig, wo wir hier ein bisschen aufpassen müssen, ist die Foch.
Und ein Borsig steht halt auch noch irgendwo rum. So, Defender. Wo sind die beiden IS-3? Da ist ein Revalorisé am Ende der Stadt. Da ist ein IS-3 und da kommt der gegnerische Defender. Wir kriegen einen Seitenschuss von dem IS-3. Unser Defender geht da jetzt raus. Der zeigt uns zum Glück die Seite. Wird uns jetzt vermutlich penetrieren. Jawohl. Ja, er schießt noch APCR. Und da überwinkelt er wieder. Und wir können ihn zum Glück rausnehmen. Jetzt haben wir hier noch irgendwo ein IS-3 stehen. Da ist er. Den können wir eine reinsetzen. Der bounced an uns. So. Aber der hat noch... Der ist Two-Shot für uns. Und wir müssen jetzt versuchen, dass wir jeden Schuss sauber in ihn reinkriegen. Großartig traden können wir mit ihm nicht. Na komm, bounce. Oder zieh mir nur die Kette. Ja, okay, er kommt durch. Aber wir müssen ihn jetzt auf jeden Fall rausnehmen. So. Jetzt sind wir hier natürlich... Ja, das, genau das ist das Problem jetzt gerade. Jetzt sind wir auf jeden Fall wirklich One-Shot. Den Schuss vom S1 hätte ich gerne vermieden. Foch in die... Foch in die Seite. Jo, und dann macht's der Revalorisé. Ich habe gedacht, dass der sich irgendwie auf die andere Seite konzentriert und dass der natürlich komplett querschießen kann. Schade. Da hat uns quasi unsere Killgeilheit auf den IS-3 dann zwei Schuss eingebracht. Einmal vom S1 und einmal vom Rev, was uns dann unser Tod bedeutet hat. Und auch die Runde, wir sehen es. Ja, hier stehen drei, hier stehen zwei Mates und ein Light. Und die trauen sich halt jetzt irgendwie nicht hier mal einen Push zu machen oder dass der T-49 mal irgendwie versucht, den Ref zu spotten. Irgendwas. Die stehen halt hier rum. Vor allem die Badget noch mit 1150 Lebenspunkten. Und sie machen halt gar nichts. Sie machen einfach gar nichts. Ja, sie schreit nach Hilfe, die Badget. Sorry, aber damit kommst du nicht weiter, mein Freund. Damit gewinnst du nicht das Gefecht. Einzig die Heavy Lane sieht noch irgendwie brauchbar aus. Wobei der IS-7 da vom Gegner immer noch Full Life ist. Das ist krass. Unser Jagdtiger hat ein kaputtes Ammo-Rack. Defender und Emil trauen sich natürlich nicht auf den IS-7 drauf, weil hinten immer noch der Foch und der Stritzwagen steht. Und jetzt hier irgendwie noch der ST-1 auch noch irgendwo steht. Da ist er. Der ist zwar One-Shot, aber... Ach Gott, unser Defender kommt am IS-7 nicht durch oder verschießt. Oh, die Foch mit einem Lebenspunkt, aber... Okay. Zwei gegnerische Kanonen innerhalb von einer Sekunde rausgenommen. Das ist natürlich nice. Aber jetzt ist ihr 7 auch über die Hügelkuppe drüber gedrückt. Der Defender versucht da jetzt irgendwie... Ja, kriegt den Schuss. Der würfelt natürlich hoch. Der Stritzwagen 103 würfelt natürlich hoch. Hat ja auch nur 390 Alpha. Der IS-7 nimmt easy peasy jetzt den Jagdtiger raus. Und damit ist es jetzt die Badget, die hier alleine... Ja, immer noch mit ihren 1155 Lebenspunkten rumsteht und irgendwie nicht so richtig was mit sich anzufangen weiß. Ja, außer abzuhauen. Vermutlich ist im Reload. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Versucht jetzt hier irgendwie wegzukommen. Schreit nach Hilfe. Der 1390 bounced sogar nochmal. Sie hat jetzt... Wow, die Arti trifft die Badget aus voller Fahrt. Natürlich, da kommt noch ein Schuss nach. Vermutlich vom T-34. Revaloris kann es nicht gewesen sein. Da steht sie in Deckung. Sie ist gestunt und versucht, ja, versucht wegzukommen. Aber no chance. Gut gespielt, Badget. Nicht, würde ich mal sagen. So, die GWR-100 ist offen vom IS-7. Die bounced sogar. Ne, das muss was anderes gewesen sein, was gebounced ist. Weil der Schuss jetzt war vom IS-7. Auch das war ein High Roll. Mit 525, 490 der Alpha vom IS-7. Ja, zusammengefasst, also auch hier keine gute Teamleistung, muss man sagen. Auch hier bekommen wir nichts. Wir bekommen einen Panzerbrecher, wir bekommen einen Richtschützen, wir bekommen ein Duelland und ein Wirkungsfeuer. Wir machen 2598 Schaden,
Auch in diesem Gefecht sind wir schadenstechnisch auf dem zweiten Platz. 2 Kills, 425 Erfahrungspunkte Basis bringen uns auch den zweiten Platz. Nur der Jagdtiger war hier ein bisschen besser. Gucken wir doch mal, was wir unsere Zehner gemacht haben. Grille, 1600 Schaden. Stand auch dort mitten in der Heavy Lane wirklich schlecht rum. Badget, 719 Schaden. Das kannst du einfach mal vergessen. Und unsere Arti, ja, was soll man sagen? Die hat wenigstens ihre Aufgabe versucht zu erfüllen mit 3000 Schadenspunkten und 2 Kills. Hat auf jeden Fall wunderbar mitgespielt. Wenn wir uns jetzt mal die Zehner vom Schaden her beim Gegner angucken, dann sehen wir IS-7 3900 Schaden. Wenn wir uns überlegen, wo der die ganze Zeit rumgestanden hat und dass dort ein IS-7 so viel Schaden machen kann mit seiner nicht vorhandenen Gun Depression, ist das auf jeden Fall herausragend gut. Ansonsten auch die gegnerische Zehner-Arti mit 2-3 Schaden ist in Ordnung. Und dann haben wir noch den Stritzwagen 103B, der mit 1500 Schaden nicht ganz so gut dasteht, aber 3 Kills macht und da im Prinzip auch das Ergebnis für den Gegner reinholt. Diesmal haben wir keinen Heat geschossen, deswegen sind es 12.200 Credits plus 638 Erfahrungspunkte mit Premium-Account. Gebounced ist diesmal im Prinzip nichts. Ein Kettenschuss, glaube ich, vom IS-3 war das. Oder war es der IS-3? Auf jeden Fall der IS-3 ist, glaube ich, einmal nicht durchgekommen. 390 Schaden also geblockt und 399 ermöglicht. Tja, M103, wenn die Gegner nicht gerade das Turmdach treffen, ist er eigentlich ganz nett. Macht er auch Spaß, muss ich sagen, obwohl wir ja immer noch hier, ihr seht, ich habe nur den Top-Turm und die mittlere Kanone, kein Funkgerät, kein Motor, keine Ketten, keine Top-Gun. Also der wird auf jeden Fall noch besser. Wir gucken mal, wie viel PS der mit dem Motor bekommt. Ja, 50 PS, das macht jetzt nicht so viel aus, aber immerhin ein bisschen mobiler wird er auch noch. Und bei den Ketten die Drehgeschwindigkeit 2 Grad. Also es wird nochmal minimal mobiler, ist auf jeden Fall jetzt schon relativ angenehm. Und mit der Top Gun dann auf jeden Fall mit bisschen mehr Pen und bisschen besseren Reload noch. Glaube ich, kann der Panzer ganz gut werden, nur wie gesagt, hier oben. Da knallt ja jeder mit dem entsprechenden Kaliber auf jeden Fall durch. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir eure Tipps und Hinweise für den M103 gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder vielleicht dann mit der Top Gun bei einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.